Der einfach wirklich, wirklich cool ist. Ich habe schon, wer war denn auf der Clueso-Tour von euch, auf der Handgepäck-Tour, jetzt jemand von euch da gewesen? Wer war auf der letzten Tour, Neuanfang, war da jemand da? Du warst auch da. Dann kann ich auch ein bisschen was erzählen, weil ich erzähle das nämlich gerne. Ein paar Geschichten über Udo. Habt ihr Bock, ein bisschen was zu hören? Zum Beispiel ist es so, viele wissen ja, Udo raucht einfach, wo er geht und steht. Außer vielleicht im Bundeskanzleramt. Weil selbst da machen die Anrede, hier können sie auf keinen Fall rauchen, Herr Lindenberg, das geht nicht. Aber er raucht überall. Je schicker das Hotel, desto öffentlicher raucht er. Und meistens kommen dann auch irgendwelche Leute angeschwebt und sagen, Herr Lindenberg, Sie können nicht rauchen, außerdem, da ist ja noch nicht mal ein Aschenbecher. Und Udo sagt darauf nur ganz cool, ja, früher war da einer. Und er hat bestimmt 50 oder 60 von diesen Sprüchen, die ich alle irgendwie kennengelernt habe, wo ich mir denke, wann? Das flutscht einfach so raus. Ne? Irgendwer kommt und sagt, Sie können nicht rauchen. Und Udo sagt, ja klar, er muss es sagen, ich muss rauchen. Sowas halt. Und der nächste Song ist natürlich, wie es viele schon ahnen, ein Song, auf den ich sehr stolz bin, nicht nur diesen Song mit ihm gemeinsam gesungen zu haben, sondern auch das Cello zu verewigen in meiner Heimatstadt, in Erfurt. Denn da steht es ab jetzt für immer. Cello! Thank you.
Yeah.